Hallo und herzlich willkommen hier bei Kachelmann Wetter. Ja, eine markante Wetterumstellung wird sich vollziehen. Es wird alles anders werden in den nächsten Tagen und am Wochenende, denn es erreichen uns richtig heiße Luftmassen aus Südeuropa. Und vor allem zum Sonntag hin, da könnte es auch eine Gewitterlage schon im Westen geben. Auch örtliche Unwetter sind möglich. Wir wollen uns gleich mal die neuesten Karten dazu anschauen. Ja, das Sturmtief, beziehungsweise man muss schon sagen, kleines Orkantief Polly, was uns gestern im Nordwesten überquert hat, da will ich noch mal kurz auf den Satellitenfilm schauen, denn wir sehen noch mal, wie markant sich dieses Tiefdruckgebiet über den Niederlanden richtig eingekringelt hat und dann über die Nordsee hinweggezogen ist. Ich will dazu mal noch ein weiteres Satellitenbild zeigen, denn das ist das Wasserdampfsatellitenbild und der Höhepunkt dieses Sturms, der wurde über den Niederlanden, so über dem Nordwesten und Norden der Niederlande erreicht. Wir sehen nämlich hier im Wasserdampfbild diese gelblichen Gebiete. Da wurde trockenere Luftmassen rumgeholt, um das Tiefdruckgebiet in die Niederlande hinein. Ja, und damit kam eben ein markanter Sturmpeak, der dort, so ein Stingjet hat sich gebildet, ein markanter Sturmpeak, der dort die Niederlande erreicht hat. Und wenn wir uns jetzt nochmal den Satellitenfilm anschauen, sehen wir, dass der Höhepunkt eben über den Niederlanden war und dann sich dieser Sturmpeak, dieser Stingjet aufgelöst hat. Und man muss sagen, bei allem, was passiert ist im Nordwesten bei uns, Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, ist man noch wirklich glimpflich davongekommen, weil sich dieser Stingjet, dieses markante Sturmfeld, dieser Sturmpeak dann über den Niederlanden den Höhepunkt hatte und über dem Nordwesten Deutschlands und im Bereich der Nordsee aufgelöst hat. Das muss man auch mal sagen, denn wenn wir uns mal die maximalen Windböen anschauen, ich habe ein paar herausgesucht, ist es eher ein bisschen unter den Prognosen geblieben. Ja, das kann man auch ruhig mal sagen. Ist ja auch besser so, denn es hätte durchaus viel schlimmer kommen können im Nordwesten noch, wenn dieser Stingjet, wenn dieses markante Sturmfeld von den Niederlanden noch durchgehalten hätte bis ins nördliche Niedersachsen. Denn in den Niederlanden, da gab es große Schäden. Unglaublich viele Bäume sind umgestürzt, auch rund um Amsterdam. Und da gab es eben wirklich verbreitet diese großen Schäden mit diesem markanten Sturmfeld. Also wirklich alles nochmal halbwegs glimpflich abgegangen. Es hätte, wie gesagt, noch viel, viel schlimmer kommen können im Nordwesten Deutschlands. Das haken wir aber jetzt ab, schauen ein bisschen nach vorne und da blicken wir direkt mal erstmal auf die kommende Nacht. Die paar Schauer, die wir heute noch in Norddeutschland haben, die lösen sich in der Nacht dann auch auf im Norden. Da bleiben noch ein paar kleine Wolken zurück. Die Wolken werden weniger, sonst ist es sternenklar. Und ja, nochmal richtig durchatmen, durchlüften. Es wird eine richtig frische Nacht werden, nochmal mit häufig nur so 12 bis 9 Grad, vor allem so in ländlichen Gebieten, Tallagen der Mittelgebirge, da können wir auch durchaus nochmal tiefere Werte erreichen, dass es da deutlich einstellig wird. Also erstmal noch frischere Luft. Ja, das ändert sich dann in den Folgetagen, denn schon am Freitag, da kommt deutlich wärmere Luft und schon im Südwesten heißere Luft an. Da kommt eben richtig aus Südeuropa die Wärme bzw. Hitze rein. Sommerliche Werte bis nach Norddeutschland dann schon mit 25 Grad oder etwas mehr. Vor allem so im nördlichen Schleswig-Holstein und an den Küsten direkt mit Seewind, da bleibt es noch deutlich angenehmer. Ja, und 33 Grad können wir durchaus schon am Oberrhein erreichen, vor allem auch so im Breisgau. Die 30 Grad könnten wir auch schon so etwa in Köln packen dann. Ja, dazu das Wetter. Insgesamt viel, viel Sonnenschein wird es geben. Teilweise richtig wolkenloser Himmel. Am ehesten gibt es noch so nach Norden, Nordosten und Osten ein paar kleinere Quellwolken. Aber auch hier wird die Sonne längere Zeit dabei sein. Beziehungsweise insgesamt wird es hier freundlich oder auch sonnig werden. Ja, dann blicken wir weiter auf das Wochenende. Schauen wir uns erstmal die Wetterlage für den Sonntag an. Denn da sehen wir zunächst mal in der Höhenwetterkarte, dass die großräumige Wetterlage bestimmt wird von einem markanten Tief bzw. einem Trog auf dem Atlantik. Der ist eigentlich verantwortlich dafür, dass sich ein mächtiger Hochdruckkeil aufbäumt, genau über Mitteleuropa und dann stößt die Heißluft aus Südeuropa bzw. mit Ursprung von Afrika über das Mittelmeer genau Richtung Deutschland. Eine recht klassische Hitzewetterlage für Mitteleuropa bzw. für Deutschland. Wenn wir uns den Bodendruck dazu anschauen, sehen wir allerdings schon, dass sich allmählich Richtung Sonntag schon ein Gewittertief, eine Tiefdruckrinne von Frankreich allmählich dem Südwesten und Westen Deutschlands annähert. Deswegen deutet sich an, dass es am Sonntag bzw. Richtung Sonntagabend dann durchaus eine erste Gewitterlage bzw. auch heftige Gewitter insbesondere im Westen Deutschlands geben kann. Schauen wir uns erstmal den Verlauf für das Wochenende an. Zunächst blicken wir natürlich auf den Samstag, den wir nicht unterschlagen wollen. Und da blicken wir mal auf die Nacht auf Samstag. Wir sehen, die wird schon ziemlich lau werden mit den gelben Werten hier über 15 Grad. Teilweise ist schon eine erste Tropennacht in den Städten, den größeren Städten am Rhein möglich. Je weiter man im Norden, Nordosten ist,
desto eher wird es noch frischer bleiben bzw. besser abkühlen. Ich habe mal ein einzelnes Gewittersymbol reingemacht. Es deutet sich so ein bisschen an, dass sich so über Frankreich, Schweiz, Jura einzelne Gewitter bilden können, so vor allem eben am Freitagabend, die schon in der Nacht am ehesten so in den äußersten Südwesten Deutschlands, vielleicht so Breisgau, Lörrach, Schwarzwald, Hochrhein hineinziehen können. Also da könnte es nachts einen einzelnen Schauer oder ein Gewitter geben. Ansonsten häufig sternenklar bzw. nur ein paar dünne Wolken, die dabei sind. Ja, Samstag tagsüber, da kommt die Hitze dann richtig rein. Wir sehen Werte durchaus von 35 Grad oder mehr in den Flussniederungen im Südwesten. Weiterhin etwas angenehmer bleibt es, je weiter man im hohen Norden und im Nordosten ist. Ja, und dazu ziehen vor allem so im äußersten Westen auch mal ein paar Schleierwolken auf. Und so Richtung Abend wird angedeutet, dass so über Frankreich, Belgien sich schon einzelne heftige Gewitter bilden können. Die können dann Richtung Abend, vor allem so von Luxemburg deuten einige Modelle an, schon so Richtung Rheinland-Pfalz, Saarland ziehen. Da könnte es also erste heftige Gewitter bzw. Unwetter geben, am ehesten Richtung Abend. Ansonsten kann es sein, dass es mal über den Alpen oder über dem Schwarzwald, klassisch so der Südschwarzwald, Hochschwarzwald, nachmittags mal ein kurzes, aber auch knackiges, kräftiges Hitzegewitter gibt. Ansonsten bleibt es eben trocken und richtig sonnig, vor allem nach Norden und nach Osten hin. Ja, das also richtig ein heißer Hochsommertag erstmal. Gewitter noch nicht das große Thema am Samstag wahrscheinlich. Ja, und dann blicken wir mal auf die Nacht auf Sonntag. Da sehen wir, dass sich mal einzelne Gewittersymbole, es könnten einzelne Gewitter, wie gesagt, so in den Südwesten vor allem hineinziehen. Auch so NRW nicht ganz ausgeschlossen, dass mal ein Schauer und ein Gewitter übergreift. Das Ganze wird aber wohl, wir hatten sie ja gesehen, so von Luxemburg, Frankreich, eher wahrscheinlich in ungünstige Gewitterbedingungen hineinlaufen, also eher unter Abschwächung in der Nacht dann vielleicht von Frankreich und Belgien nach Deutschland hereinziehen. Ja, eine Tropennacht wird erwartet, vor allem im Westen und im Südwesten, ganz speziell eben so die Städte auch, die größeren Städte entlang des Rheins, da wird es nicht unter 20 Grad abkühlen, weiterhin eine etwas bessere Abkühlung noch, je weiter man so nach Norden und nach Osten kommt. Jetzt müssen wir uns genauer ein bisschen den Sonntag anschauen. Ich habe mal vom US-Wettermodell, das ist so ein bisschen am forschesten, was eine heftige Gewitter- bzw. Unwetterlage im Westen betrifft. Schauen wir uns mal zwei Karten an und wir sehen zum einen, das ist das atmosphärische Niederschlagswasser, wie geladen die Atmosphäre mit schwüler, mit richtig durchfeuchteter Luft ist. Das ist so ein bisschen ein Unwetterparameter und wir sehen sehr hohe Werte, vor allem im Westen Deutschlands, teilweise bis an die 50 mm atmosphärisches Niederschlagswasser, was ein klares Indiz ist eben für hohe Energiewerte und Unwetterpotenzial für Gewitter. Und gleichzeitig sehen wir auch, das deuten die Modelle an, dass die Windscherung zunimmt. Diese gelben, orangenen Werte, die könnten sich dann Richtung Abend, Sonntagabend, vor allem im Westen Deutschlands annähern. Und dann würden sich eben zum einen diese energiereiche Unwetterluftmasse würde sich überlappen mit erhöhter Windscherung dann vor allem im Westen Deutschlands, sprich Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen etc. Und dann könnten sich eben auch größere Gewitter- und Unwettercluster bilden. Es gibt, wie gesagt, noch ein paar Differenzen, inwieweit das Ganze dann wirklich in den Westen Deutschlands hineinkommt, schon Richtung Abend. Wie gesagt, das ist immer so bei Gewitterlagen. Morgen wird es ja auch wieder das nächste Update geben. Vielleicht gibt es da schon ein bisschen ein klareres Bild. Es wird angedeutet, ich will das signifikante Wetter zeigen aus den verschiedenen Wettermodellen. Man sieht klar, das GFS, das US-Wettermodell, lässt großräumige Gewittercluster Richtung Abend dann in den gesamten Westen Deutschlands und Nordwesten Deutschlands hereinziehen. Das wäre doch schon eine nennenswerte Unwetterlage. Wir hatten die Parameter dazu gesehen. Da wäre natürlich heftiger Starkregen, großer Hagel, Orkanböen möglich. Also eine richtige Unwetterlage. Das ECMWF deutet es auch an, deutet so einen Gewittercluster, der Richtung NRW zieht, auch mit Schwergewittersignalen hier. Wie gesagt, wir lassen das mal ein bisschen rankommen, können aber zusammenfassen, dass das Unwetterpotenzial vor allem Richtung Abend, Richtung Sonntagabend im Westen wohl ansteigen wird. Ich wollte dazu noch sagen, dass eben angedeutet wird, die meisten Modelle, auch andere Wettermodelle, ich bin ja wieder alle durchgegangen, deuten am ehesten die großräumigen Gewittercluster so über Benelux an, das heißt, dass die knapp westlich von uns durchziehen, aber ich habe schon oft erlebt, dass das Ganze dann doch ein bisschen östlicher in die Heißluft schon hineinläuft. Nun ja, es heißt also noch ein bisschen abwarten. Erste Hinweise für eine Unwetterlage zum Sonntagabend im Westen sind allerdings da. Schauen wir uns zusammengefasst den Sonntag dann mal an. Wir sehen, es wird richtig knallig heiß werden. 35 Grad Marke überschreiten wir wohl, vor allem entlang des Oberrheins, Rhein-Main-Gebiet, aber auch so an der Mosel. Und es könnte sein, es hängt natürlich von der Entwicklung des Gewittertiefs ab, inwieweit doch schon mal dichtere
größere Wolken, vielleicht schon einzelne Schauer und Gewitter sich im Westen bilden. Ob wir sogar vor allem Richtung Nordrhein-Westfalen nochmal 35, 36 Grad erwarten, das kann durchaus sein. Ich bin, wie gesagt, ja immer eher etwas vorsichtiger und hau nicht immer direkt die absolut möglichsten höchsten Werte raus. Ansonsten wird es verbreitet heiß werden. Die heißen Werte pirschen sich bis nach Norden und Osten voran mit 30 Grad und mehr. Wie gesagt, vor allem weiterhin nach Norden und Osten. Im Großteil Deutschlands wird in Sachen Gewitter tagsüber noch nichts passieren. Wiederum könnten sich so vor allem über dem Südschwarzwald auch mal ein einzelnes Hitzegewitter bilden. Richtung Alpen wird praktisch auch kaum was angedeutet, auch wenn man hier einen Schauer oder ein Gewitter nicht ganz ausschließen kann. Ich will kurz noch mal auf den Wochenbeginn eingehen und kann direkt schon mal sagen, es hängt absolut viel davon ab, was dann ab Sonntagabend mit dem Gewittertief passiert. Die meisten Modelle deuten an, dass dieses Gewittertief, diese Tiefdruckrinne in der Nacht auf Montag rasch über Deutschland hinwegschwenkt. Und so wird angedeutet, dass dann am Montag am ehesten im Süden, vor allem hier von den Mittelgebirgen und Alpen aus, einzelne heftige Hitzegewitter möglich sind. Im Osten wird praktisch nach vielen Modellen kaum was angedeutet, weil hier schon eine Winddrehung erfolgt, die richtige Gewitterluft ist schon schnell wieder weg und raus, hier bleibt die Luftmasse sogar ein bisschen trockener noch. Ja, und dann deutet sich am Dienstag an, dass nochmal die Strömung aufsteilen kann, dass ein neuer Hitzepeak hereinkommt, so werden sogar wieder im Westen 30 Grad oder mehr möglich. Und was da genau mit Gewittern passiert, warten wir mal ab, ist absolute Spekulation. Wie gesagt, es hängt schon viel davon ab, was dann genau Sonntagabend passiert. Aber was wir auch ganz klar sehen, vor allem so in der Südosthälfte, ganz besonders eben auch dann so im Südwesten, in Bayern, in Sachsen, Brandenburg, Berlin, bleibt es wohl auch zu Wochenbeginn erstmal heiß, bis sehr heiß. Und auch die Nächte können weiterhin tropisch bleiben, wobei sich dann zum Dienstag vorübergehend andeutet, dass die Nächte nicht mehr ganz so warm werden. Nun ja, man sieht schon zu Wochenbeginn erstmal viel Spekulation. Eine Karte habe ich noch auf Lager. Und zwar, es wird schon angedeutet dann von den Wettermodellen, dass im Verlauf der nächsten Woche der Trog, das Tiefdruckgebiet allmählich dem europäischen Festland näher kommt und dann zumindest eben in größeren Teilen Deutschlands etwas gemäßigte Luftmassen einfließen können. Ich wäre allerdings noch vorsichtig, insbesondere im Süden und Osten, inwieweit die Heißluft hier wirklich verdrängt wird, beziehungsweise wie schnell das erfolgt. Also viel los beim Wetter. Ich wünsche allen einen schönen Tag noch. Morgen gibt es das nächste Update dazu. Bis dann und ciao.